Go woke, go broke. Das Olympische Komitee hat ihre eigene Eröffnungsfeier jetzt löschen lassen von YouTube im Internet. Man geht gegen jeden vor, der Szenen der vierstündigen Feier veröffentlicht verbreitet, wegen Urheberrechtsverletzungen der olympischen Fahne. Welch ein Schwachsinn, welch ein groteskes, bigottes Spiel, wie die olympische Idee sich hier selbst verrät, indem sie sich selbst zensiert und niemand soll die Eröffnungsfeier sehen. Normalerweise ist es etwas, das in die Welt hinausgetragen wird. Seht her, das ist Olympia und vor 12 Jahren hatten wir noch James Bond und die Queen im Einsatz. Und wenn man sich überlegt, noch länger zurück, was sie in Peking veranstaltet hatten und so weiter. Nein, die Franzosen, sie haben eine grandiose Show eigentlich abgeliefert, haben da drin jedoch den Woke-Mind-Virus versteckt, wie es Elon Musk sagen würde. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Wirklich phänomenal, was hier passiert in diesen Tagen. Es ist so sensationell, ihr habt es sicher gesehen. Das Bild vom letzten Abendmahl, wie sie es verhöhnt haben. Und dabei ist noch nicht mal das Schlimmste. Die Frau in der Mitte, über die sich alle aufregen. Ich habe erst gedacht, da sitzt Ricarda Lang. Hab mich dann aber verschaut, als ich meine Brille aufgesetzt hatte, habe ich die andere Frau erkannt. Kann ja mal passieren. Das Schlimme ist, dass außen herum, was sie da aufgebaut haben, auch, dass sie Kinder damit hineingezogen haben. Und es gibt noch den blauen Schlumpf, den habt ihr bestimmt auch gesehen. Ich versuche noch ein komplettes Video zu machen, was allerdings sehr schwierig ist aufgrund der urheberrechtlichen Verfolgung des Olympischen Komitees, muss man hier sagen. Sie haben ihr eigenes Eröffnungszeremonie-Video von YouTube gelöscht. Und normalerweise können die Olympischen Spiele, die können gleich aufhören. Ja? Der Gedanke von Olympia wird quasi mit der Selbstzensur der Eröffnungsfeier wirklich einfach ad acta gelegt. Aber dem Ganzen nicht genug. Selbstverständlich gab es jetzt heute Nacht in Paris einen flächendeckenden Stromausfall. Fast alle Arrondissements in Paris waren für über eine Stunde ohne Strom. Eine einzige Basilika hatte wohl ein Notstromaggregat, die war noch beleuchtet. Ansonsten war es in der ganzen Stadt dunkel geworden. Das in Verbindung mit der Attacke auf die Bahnlinien zuvor. Da soll jetzt ein mutmaßlich linkes Bekennerschreiben aufgetaucht sein, was allerdings noch nicht ganz eindeutig und nicht ganz schlüssig ist. Der erste Wink mit dem Zaunpfahl, dass man für einen Sabotageakt auf ein Bahnnetz, was koordiniert abläuft, die Unterstützung eines Staates braucht, wie zum Beispiel Russland, ist völliger Schwachsinn. Es gibt diese 4 Hauptstrecken von Paris heraus in das Land und an allen 4 Strecken haben sich Leute verabredet, zu ungefähr gleicher Uhrzeit einfach einen Kabelschacht in Brand zu stecken. An 3 von 4 Stellen hat es geklappt, an der 4. Stelle haben Arbeiter das Ganze gesehen und unterbunden. Dafür bedarf es 4 Personen, 4 Telefonen bzw. 4 Armbanduhren. Man kann sich auch absprechen, man macht vorher den Uhrenvergleich und sagt heute Nacht 1 Uhr, alle gleichzeitig. Da braucht man keine staatliche Unterstützung. Jetzt mit diesem massiven Stromausfall, Gründe werden bisher von Electricité de France nicht genannt. Es wird wirklich spannend, denn inzwischen kommt immer öfter das Wort Iran vor. Auch für die Attacke auf das Zugnetz soll es jetzt der Iran richten. Ich weiß nicht, ob Macron hier im Zuge des Israel-Konfliktes aktuell und der Hisbollah jetzt den Iran pauschal als Feind vornimmt oder ob sie tatsächliche Anhaltspunkte haben. Sie schweigen sich vollkommen aus. Aber dass das Ganze hier nicht ganz glatt von der Bühne läuft, sehen wir heute Morgen. Das Training für den Triathlon wurde wieder abgesagt. Aufgrund der Regenfälle ist es im besten Frankreich aller Zeiten, ihr müsst wissen, im besten Europa aller Zeiten, nicht möglich, ohne Gefahr heute in der Seine baden zu gehen. Also in dem Fluss durch Paris sind die Belastungswerte durch Fäkalien so hoch, dass man heute die Triathleten bittet, dort nicht hineinzugehen, um ihre Gesundheit nicht zu gefährden. Und weil das Ganze noch nicht genug war, machen die Deutschen ab 1. August wieder Impfstraßen auf für Covid. Ich dachte erst, es ist ein Aprilscherz. Nein, sie meinen das vollkommen ernst. In Australien gibt es jetzt Limitation of X. Wegen der Vogelgrippe und den damit verbundenen Maßnahmen in den Tierställen wird jetzt in Australien der Verkauf von Eiern pro Kopf limitiert. Sie versuchen es an allen Ecken uns weiter einfach Angst zu machen und zu drangsalieren, anstatt uns endlich mal in Ruhe zu lassen, sich um die innere und äußere Sicherheit zu kümmern und mal die Staatsausgaben etwas zu reduzieren. Nein, sie
beschießen und beladen uns hier die ganze Zeit mit ihrer Ideologie. Ich habe ja nichts gegen diese Menschen, die sich anders da fühlen als manch andere, aber dass man das so öffentlich zur Schau stellt und Milliarden von Menschen das als Botschaft sendet, das ist wirklich fatal. Die katholische Kirche hat sich selbst echauffiert über diese Eröffnungsfeier. Und wenn die katholische Kirche sich beleidigt fühlt, da muss man viel gemacht haben, damit das überhaupt der Fall ist, dass die katholische Kirche sich hier peinlich berührt sieht. Aber es gibt noch viel, viel mehr Leute, die das berührt. Der Artist, über den, also der die ganze Eröffnungszeremonie geleitet hat, ist ein junger Pariser Mann. Er ist homosexuell und hat dort in Theatern schon Aufführungen gemacht. Und er wollte zeigen, dass in Paris wirklich jeder einen Platz hat und jeder willkommen ist. Er hat es allerdings etwas übertrieben und jetzt zensieren sich die Olympischen Spiele selbst. Es ist wirklich spannend, was hier noch passiert. Es gab auch den Eklat, dass sie Südkorea mit Nordkorea verwechselt haben. Es gibt weiterhin die 200 Polizisten, die das olympische Team von Israel schützen müssen. Und da muss man mal sagen, Leute, ihr habt sowas von jedem Sportsgeist verloren. Die israelischen Sportler haben mit dem Krieg nichts zu tun, außer dass sie die Staatsbürgerschaft des Landes haben, was Kriegspartei ist, oder beziehungsweise, dass sie an der letzten Wahl teilgenommen haben. Egal, wen sie gewählt haben, es sind für sie hier die Schuldigen. Dabei wollen sie nur ihrem Sport nachgehen. Der ganze olympische Gedanke, er ist sowas von über Bord geworfen worden. Paris hat jetzt eine Hochsicherheitszone für die nächsten Wochen. Ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht, wie das ausgeht, welche Konsequenzen es gibt. Es haben schon Sponsoren angekündigt, sich während den Olympischen Spielen herauszuziehen, wegen dieser Eröffnungsfeier. Ich weiß auch gar nicht, ob diese vierstündige Eröffnungsfeier, die ja gar nicht vor Ort geprobt werden konnte, weil vor Ort wäre in der Stadt gewesen und sonst waren die Eröffnungsfeiern ja immer innerhalb eines Stadions, da konnte man das schon proben, ob das Olympische Komitee überhaupt über den Inhalt dieser Eröffnungsfeier minutiös, also geplant, ob sie das wissen, ob sie das wussten, ob sie aufgeklärt waren, keine Ahnung. Die schöne Montgolfiere mit dem olympischen Feuer, die da schwebt in Paris, ist wirklich hübsch, allerdings ist es kein Feuer. Sie haben uns verarscht, es sind natürlich LED-Lampen mit Akku betrieben, sonst könnte ja die Montgolfiere in Flammen aufgehen und davonfliegen. Ich frage mich nur, wenn das kein echtes Feuer ist, wo ist dann das echte olympische Feuer? Das haben sie uns auch nicht gezeigt, sondern sie haben das Ding entzündet, ist in den Himmel gestiegen und so weiter und so fort. Man möge nur mal zurückerinnern, was es da schon für tolle Szenen gab. Bogenschützen, die das olympische Feuer mit einem brennenden Pfeil quasi entzündet haben. Und hier eine LED-betriebene Akku-Montgolfiere soll jetzt das olympische Feuer darstellen. Das ist wirklich eine schwache Leistung für Frankreich. Das ist wirklich armselig. Ich bin gespannt, zu welchen Einschränkungen es hier noch kommt. Wir hatten zur Eröffnungsfeier 17 geschlossene Metrostationen, 6 Stunden lang die 2 Flughäfen geschlossen. Das war wirklich auch ein phänomenales Bild, dass quasi die einzigen 2 Flugzeuge, die in der Luft waren, also sichtbar in der Luft waren, waren 2 Tankflugzeuge der französischen Air Force, die quasi Schleife geflogen sind, um unter anderem die Jetstaffel aufzutanken und die Drohnen eventuell, aber auch um vorbereitet zu sein, falls man hier mit Abfangmanövern reagieren müsste. Und es ist wirklich spannend, zum Thema Sicherheit gibt es keine größeren Vorfälle zu vermelden bisher bei den Olympischen Spielen. Das mag wohl an dem großen Polizeiaufgebot liegen. Ich bin gespannt, ob das noch 14 Tage so bleibt oder nicht. Damit sage ich, abonniere den Kanal X und Telegram, dann bleibst du immer up to date, also auf dem Laufenden. Und ansonsten, ciao, bis bald.